Die Entwicklung der Huawei Smartwatches ging in den vergangenen Jahren ziemlich steil. Aber trotz immer steigender Nutzerzahlen gibt es im Internet, anders als bei der Apple Watch, kaum Videos über die wichtigsten Tipps und Features, die man gerade in der neuesten HarmonyOS Benutzeroberfläche verwenden kann. Eine frische teure Uhr gekauft, nur um die Zeit abzulesen, das wäre echt ein wenig verschwendet. Während die Huawei GT-Uhren in der Vergangenheit immer die größer gezogenen Fitness-Tracker ohne besondere smarte Funktionen gewesen sind, haben sie sich im Laufe der Zeit auch stark weiterentwickelt und setzen vieles besser als die Konkurrenz um. Wie du das maximale Potenzial mit verschiedenen Funktionen und Tipps aus deiner Huawei-Uhr rausholst, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Die erste Aufgabe in der Uhr betrifft sicherlich die Privatsphäre. Wir scrollen herunter in die Einstellungen und können einen PIN einstellen. Standardmäßig wird aktiviert, dass beim Abnehmen der Uhr diese immer gesperrt wird. Man muss den PIN neu eingeben, um in die Software zu gelangen. Wenn du die Uhr sowieso immer anhast, dann musst du nicht immer wieder die PIN eingeben. Nun gelandet auf dem Startbildschirm, blicken wir zunächst auf das Watchface. Dieses können wir per langem Druck einfach auf voreingestellte Modelle umändern. In der Huawei Health App auf dem Smartphone gibt es jedoch noch viele weitere Optionen. Interessant ist sicherlich hier die Galerie mit seinen Bildern. Mit einem kompatiblen Smartphone kannst du einfach mit aktiviertem NFC per einem Tipp das Watchface auf ein schönes Bild ändern. Bei der Watch GT 3 und GT Runner ist dieses Feature standardmäßig aktiviert. Nutzer älterer Modelle sollten das in den Einstellungen wiederfinden. Achtung, wenn du Nutzer einer Huawei Watch 3 bist, dann kannst du sogar kurze Videos als Watchface einstellen und bei jedem Armheben von einem süßen Lächeln begrüßt werden. Viele kaufen ihre Smartwatch aber für Benachrichtigungen, um beim Laufen am Handgelenk mal kurz zu sehen, was der Kollege uns Tolles geschrieben hat. In der Huawei Health App einfach Benachrichtigungen aktivieren und auswählen, von welchen Apps man diese erhalten möchte. Ab jetzt bekommst du jede Nachricht mit Vibration angezeigt. Mit dem neuesten Update auf den GT3 Uhren kann man in bestimmten Apps diese mit voreingestellten Antworten beantworten, die sich in der Huawei Health App personalisieren lassen. Der nächste Punkt sind schon die Apps. Ein Druck auf die Haupttaste an der Seite der Smartwatch bringt dich in die App-Übersicht. Hier kannst du vertikal oder als Raster alle Apps auflisten lassen. Bei der Watch GT 3 funktioniert das Scrolling sogar mal flüssig. Brauchst du nachts mal eben eine kleine Taschenlampe, die Huawei-Uhr leuchtet dich durch dein Zimmer. Aktuelles Wetter anzeigen lassen, Stoppuhr zum Kochen oder einen Timer stellen, alles selbstverständlich kein Problem. Nach einer Ewigkeit lassen sich nun auch auf Huawei-Smartwatches endlich vernünftig Apps herunterladen. Die Auswahl bleibt jedoch ziemlich beschränkt. Es gibt unter anderem To-Do-Listen. Interessant ist hier sicherlich Petal Maps. Sobald du auf dem Smartphone eine Navigation gestartet hast, kannst du dieses auch einfach weglegen. Nach und nach wird dir angezeigt, welche Schritte du als nächstes gehen musst. Beim Fahrradfahren kann sowas doch Gold wert sein, oder nicht? Musik. Viele Leute wollen beim Joggen ihre Musik dabei haben, aber ein Smartphone herumzuschleppen wäre doch viel zu anstrengend. Du kannst tatsächlich deine Lieblingsmusik auf die Smartwatch laden. In der Huawei Health App auf Musik und deine Titel hinzufügen, die du zuvor als MP3 heruntergeladen hast. Anschließend kannst du in den Einstellungen der Uhr unter Bluetooth einfach deine In-Ear-Kopfhörer koppeln und die Musik über die Uhr laufen lassen. Kamera. Diese Funktion sollte die meisten Nutzern vermutlich schon kennen, mit der Uhr Fernauslösungen der Smartphone-Kamera machen. Mit dem Start der Kamera-App auf der Uhr startet sich die Kamera auf dem Handy und die Watch wird zum Fernauslöser. Mit einem Klick oben auf die Stoppuhr kannst du oben auch einen Selbstauslöser in 2 oder 5 Sekunden einstellen, angenehm um dich selbst zu fotografieren. Der Bereich Gesundheitstracking sollte schon das Hauptmerkmal der aktuellen Huawei-Uhren sein. Egal ob Schlaf, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Stresslevel, alles kannst du dir automatisch und sehr präzise tracken lassen und trotz dessen haben die Uhren allesamt eine unerreichte Laufzeit von rund einer Woche. Das ist eine Zeit, die keine andere so gute Uhr in der Lage ist zu erreichen. Beim Schlaf gibt es sogar eine ganz spannende Funktion in Kooperation mit dem Smartphone, nämlich die Aufzeichnung von deinem Schnarchen oder Sprechen im Traum. Aktiviert werden dir diese Phänomene in der Nacht aufgenommen, ganz interessant, das mal selbst zu hören.
Abgesehen von einigen einzelnen aufwendigen Prozessen können wir eigentlich sehen, dass die Huawei-Uhren sich in den vergangenen Jahren doch sehr stark weiterentwickelt haben, auch von der Intelligenz her. Wenn du unbedingt personalisierte Nachrichten auf der Uhr schreiben willst, sind sie sicherlich keine gute Wahl, aber ich nehme diese Abstriche bei einem sonst runden Gesamtpaket für eine wochenlange Akkulaufzeit gerne in Kauf. Okay, wenn ihr Nutzer von Huawei-Uhren im Umfeld habt und das interessant fandet, warum nicht das Video einfach mal teilen? Wenn euch dieses Video auch nur ein bisschen weitergeholfen hat, dann vergesst bitte nicht, ihm einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.